Willkommen in der Welt der Patrons of the Arts. Eine neue App mit Namen Patrum wurde zu einem Zweck geschaffen. And the goal of the app is to create interaction. Wir haben einen Patron in New York. Dieser hat eine Stiftung mit dem Namen Dream Big. Er hat eine gewisse Menge von Geld zur Verfügung gestellt, um diese App zu entwickeln. Ziel dieser App ist, eine Interaktion zwischen den Nutzern herzustellen und Crowdfunding zu nutzen, um eine neue Art von Mäzenen anzuwerben. Vielleicht hat jemand der jüngeren Nutzer Interesse daran, $20 für ein Projekt zu spenden, kann aber nicht für das Ganze bezahlen. Ziel ist es daher, diesen neuen Kunden durch soziale Medien anzuwerben. Die App ist so strukturiert, dass sie eine Art Nachrichtenfeed-Layout besitzt. Jeden Tag gibt es neue Nachrichten. Wie man jeden Tag Instagram nach Nachrichten durchsieht, kann man auch die Patrons-App jeden Tag ansehen, um spaßige Nachrichten über die Patrons, über die Kuratoren von Museen und über verschiedene Kunstwerke in Museen sowie über verschiedene Ereignisse der Patrons auf der ganzen Welt abzurufen. Die App ist für alle Patrons, Mäzene wie auch neue Mitglieder gedacht. Sie ermutigt mehr Menschen, dieser Initiative beizutreten. Man kann kommentieren, man kann liken, man kann teilen. Wenn man ein gewisses Level von Mäzenen erreicht hat, weil man sich als Patron oder nicht Patron angemeldet hat, wenn man also Patron ist, dann kann man durch einen Chat-Service direkt mit unserem Büro in Verbindung treten. Man kann sich über neue Projekte informieren und wie sie finanziert werden. Man kann beim Frühstück sagen, hi, ich frühstücke gerade, aber ich will wissen, wie es meinem Projekt geht. Ich frage mich, wie es vorangeht. Dann kann man einfach eine Nachricht schicken und wir beantworten diese in Echtzeit. Die App wird den Nutzern auch ermöglichen, in Echtzeit Multimedia-Inhalte über laufende Projekte auszutauschen. Ja, es gibt eine Art, wie man als Kurator ein Bild senden und dem Nutzer mitteilen kann. Hier sehen Sie einen Schnappschuss Ihres Projektes. Also ja, man kann Echtzeitreaktionen über das laufende Geschehen erhalten, wie es mit den Kunstwerken steht. Es ist aufregend und es ist das, was unsere Patrons verdienen. Jeder, der daran interessiert ist, das katholische Erbe des Vatikans zu retten, ist bei den Patrons genau richtig. Die Patrons sind eine Gruppe, die in den frühen 80er Jahren gegründet wurde und eine internationale Mitgliedschaft hat. Ursprünglich war das Ganze für Amerikaner gedacht, aber wir wachsen derzeit und wir freuen uns sehr, europäische und asiatische Partner zu haben. Was wir tun, ist, für verschiedene Restaurierungsprojekte in den Museen Geld zu sammeln. Angelpunkt ist ein Buch, das wir jedes Jahr veröffentlichen und das alle Projekte in den Museen auflistet, für die Geld gebraucht wird. Dann verschicken wir dieses Wunschbuch an unsere Klientel weltweit und sie adoptieren Projekte. Die App wird ab August downloadbar sein. Suchen Sie einfach nach Patrum in jedem App Store.